Quefi, ich sehe gerade, hä? Der Bürgermeister wartet auf uns. Ja, auch das kleine Fräulein lässt er bitten. Welches Fräulein? Der Bürgermeister meint dich. Mich? Aber warum sagt er denn zu mir Fräulein, wo ich doch gar keines bin? Aus Höflichkeit, Quefi, aus Höflichkeit. Aber kann man denn aus Höflichkeit Sachen sagen, die gar nicht wahr sind? Der Herr Bürgermeister wollte dir damit eine Freude machen. Ja, aber er macht mir doch gar keine Freude, wenn er zu mir Fräulein sagt, wenn ich keines bin. Eine Tafel Schokolade macht mir Freude. Die ist auch ausverkauft. Du denkst immer nur an Schokolade und solche Sachen. Wenn jemand höflich mit dir ist, sollte dir das auch eine Freude machen. Sag Christian, soll ich dann zum Herrn Bürgermeister auch Fräulein sagen? Wieso? Na, weil du doch gerade gesagt hast, dass, wenn man zu Leuten Fräulein sagt, die es nicht sind, dann freuen sie sich. Und der Herr Bürgermeister ist doch ganz bestimmt kein Fräulein. Manchmal bist du wirklich ausnehmend dumm. Fräulein kann man nie zu einem Herrn, sondern nur zu einer Dame sagen. Ja, aber ich bin doch auch keine Dame. Ja, noch nicht, aber du kannst eine werden. Ja, der Herr Bürgermeister vielleicht auch. Die Lehrerin sagt immer, man kann nie wissen, was noch aus einem Menschen wird. Fifi, wenn du den Herrn Bürgermeister mit Fräulein anredest, dann bist du das unhöflichste Kind auf der Welt. Ja, aber Christian, jetzt hast du mir gerade erklärt, dass es höflich ist, Sachen zu sagen, die nicht wahr sind. Und jetzt, weil ich es tun will, behauptest du, ich sei unhöflich. Macht wirklich keinen Sinn. Zum Glück der Bürgermeister. Und dann kam zum Glück unser dicker Bürgermeister. Der dicke Bürgermeister. Mit oder ohne Hose. Mal so, mal so. Nur mal so, mal so. Ja. Okay. Sollen wir mal Stopp drücken? Mach mal Stopp. Und.